Es dürfen alle Daten gesammelt werden. Allerdings gibt es Einschränkungen bei personenbezogenen Daten. Dafür gibt es das Datenschutzgesetz, also wenn es um zum Beispiel Adressen, Namen, um bestimmbare Identitäten gibt, da gibt es Rechtsstandards und die sind im Datenschutzgesetz abgebildet. Darüber hinaus gibt es noch sensible Daten, also zum Beispiel die ethnische Herkunft, Religion, die politische Dimension und so weiter, die sind also besonders geschützt, diese Daten. Warum schützt man die Daten? Weil man natürlich personenbezogene Daten auch stark missbrauchen kann. Und daher bin ich auch sehr stark für einen strengen Datenschutz. Wir in der Wirtschaftskammer Steiermark und in der WKO sind auch sehr rigoros in Richtung Datenschutz unterwegs. Teilweise haben wir einen gesetzlichen Auftrag, zum Beispiel unsere Mitglieder. Wir haben eine eigene Abteilung, die heißt Mitgliederdatenservice, wo wir sämtliche unsere Mitglieder verwalten. Hier gibt es einen eigenen Katalog an Feldern, die sind vom Gesetz vorgegeben. Und diese Daten dürfen wir eine Zeit lang speichern. Und wir brauchen diese Daten aufgrund des Wirtschaftskammergesetzes, um unsere Aufgaben erledigen zu können. Das ist eine neue, interessante Diskussion, die mit Google und Facebook begonnen hat. Selbstverständlich sind natürlich personenbezogene Daten etwas wert, besonders die Profile. Und man hört, dass diese Profile ja auch verkauft werden. Und es ist so, dass wir eigentlich hier auf einer Gratwanderung unterwegs sind. Einerseits gibt es viele Vorteile, wenn zum Beispiel eine große Suchmaschine sehr viel über jemanden weiß. Andererseits sind das aber auch Nachteile, weil man ja nie weiß, was wird mit diesen Daten tatsächlich gemacht, wie werden diese Daten verwendet, wann werden diese Daten wieder gelöscht, welche sozusagen gesetzlichen Standards gibt es, wenn jetzt zum Beispiel die Daten von einem Schiff aus gehostet werden, wo quasi de facto ein nicht so klarer Rechtsraum besteht. Es ist so, dass in den letzten Jahren sich alles um Interaktivität gedreht hat. Aber in den nächsten 5 bis 10, 15 Jahren wird es ein neues sogenanntes Buzzword geben, nämlich Interaktivität war die Voraussetzung für das neue große Schlagwort Relationship. Die sozialen Medien sind aus meiner Sicht sogenannte Ich-Absauger. Das heißt, Google, Facebook und viele andere wollen möglichst viele Eigenschaften meines Ichs analysieren, erkunden, erforschen, abspeichern. Warum ist das wichtig? Weil mir damit dann geholfen wird. Und zwar, womit wird mir geholfen? Ich brauche nicht mehr suchen. Das heißt, die Suche wird vielleicht sogar in 5 bis 10 Jahren obsolet werden, weil die Suchmaschinen über mich so viel wissen, dass ich eigentlich gar nicht mehr suchen brauche. Das ist ja eine Arbeit, eine Anstrengung, sondern die Systeme sagen mir, was ich möchte. Weil sie ja meine innersten Beweggründe vielleicht sogar wissen, über ein komplettes Condition Monitoring, auch gesundheitliches, psychisches, physisches und mir dann alternativen Möglichkeiten anbieten im Sinne eines Relationship Managements. Und das ist quasi eine neue, interessante Herausforderung, die uns als User helfen kann. Auf der anderen Seite kann sie uns auch sehr schaden, denn es liegt natürlich unendlich viel Potenzial in dieser neuen, fantastischen Technologie, dass diese Informationen auch missbräuchlich und kriminell genutzt werden können. Daher muss man sehr genau aufpassen, was man
in ein soziales Netzwerk alles hineinschreibt, weil man niemals wissen kann, wer wie diese Daten verwendet. Viele Menschen verwenden mehrere Identitäten. Natürlich die wahre Identität und dann verschiedene Fantasieidentitäten, die auch durchaus sinnvoll sind. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo eine Testversion herunterladen möchte und ich nicht weiß, ob ich jetzt dieses Programm kaufe oder nicht, damit ich dann anschließend nicht zugespammt werde über die Produkte und Folgeprodukte, verwende ich vielleicht eine anonyme Identität. Und erst wenn ich mir sicher bin, dass ich jetzt dieses Programm in der Vollversion kaufen möchte, naja, dann muss ich das eben mit Kreditkarte und mit meiner realen, echten Identität kaufen. Das macht sicherlich Sinn. Und so gibt es viele Beispiele. Es ist ja auch so, dass jede Interaktion ja gespeichert wird zum Aufbau einer Relationship. Und in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel, wenn ich jetzt für meine Mutter, die gerne strickt, jetzt recherchiere, zum Beispiel zum Thema sozusagen Stricken, naja, damit ich dann anschließend nicht immer alle möglichen Informationen über das Stricken bekomme, suche ich vielleicht mit einer anonymen Identität. Und so gibt es viele Beispiele, die eigentlich auch eine anonyme Identität sinnvoll machen. Auf der anderen Seite gibt es keine Anonymität. Die Anonymität im Netz ist eine Fantasievorstellung, denn jeder hat eine IP-Adresse und diejenigen, die sogenannte Anonymizer verwenden, sind umso interessanter für Geheimdienste und so weiter. Wir kennen alle die Berichte über die Tor-Netzwerke, die alles andere sozusagen als anonym sind, sondern das sind natürlich die idealen Analysefälle für NSA, CIA und so weiter. Absolut. Und zwar durch quasi einer Eigenschaftsmatrix eines zum Beispiel kognitiven Profils einer Person, einer personalen Identität, kann ich natürlich viel zielgenauer lernen und lehren und trainieren. Zum Beispiel eines der interessantesten Fächer in der Lerntheorie ist die sogenannte Training Needs Analysis. Das heißt, wie ist der Trainingsbedarf? Muss ich bei Greti und Pleti quasi beginnen, um jemandem eine neue Technologie zu erklären? Oder kann ich schon voraussetzen, dass er A, B, C, D, E alles schon kann und kennt? Und ich erzähle ihm dann nur mehr F, G, H und erspare ihm oder ihr viel Zeit, viel Mühe, viele Kosten und das Ganze ist viel effizienter. Also das heißt, Lernen in der Zukunft wird viel atomarer sein, also modularer in kleinen Einheiten und es wird viel effizienter sein, weil wenn das System weiß, was ich schon alles kann und was ich schon alles kenne, dann kann mir natürlich ein neuer Inhalt viel schneller vermittelt werden.